Ich würde sagen, dann gehen wir los, oder? Ja. Dann geht's endlich los. Wir gehen jetzt auf alle Fälle. Hey. Yeah, you good? Super. Have a good one. Oh yeah. That looks nice. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir zur Fähre, genau. Und ich nehme euch jetzt mal mit zu dem neuen Ikon Siam. Genau, Ikon Siam. Wir sind hier jetzt gerade, wo sind wir hier? Das ist am... Ferry. Ja, Ferry, ne? Genau. Ferry. But when you come... Was? When you come here, you will see the sign das, for the genau. Shuttle Service. Ja, Siri, dich kann man eh nicht hören. Ikon Siam, Shuttle Boat und dann geht's weiter, zack. Genau, dann gehen wir jetzt mal zu den Booten. Da ist auch gerade eins. Geil. Guck mal hier, ey. So entstehen Kokosnüsse. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zur Fähre und da melde ich mich gleich wieder. Also, bis gleich. Also, wenn ihr da wirklich zu dem neuen Shopping Center wollt, dann geht ihr nicht nach rechts, sondern schön nach links. Da steht doch auch schon, please line up. Ach, das ist auch der Weg zur Asia Boutique, ne? Asia? Oh, Ikon Siam, genau. Hier gehen wir dann rein. Genau. Und da, ja genau, okay. Gecheckt. Das könnt ihr gegebenenfalls auch nachlaufen, glaube ich. Okay, dann bis gleich im Boot. So, jetzt. Prügeln wir uns mal irgendwie aufs Boot drauf. Ist ein bisschen eng hier das Ganze. Aber beautiful. Sag ich ja. Wahnsinn. Aber wahrscheinlich ist das Boot auch gleich voll und wir kriegen keinen Platz. Aber gut. Dann sehen wir uns gleich auf dem Boot, auf dem Free Shuttle Boat. Da ist das neue Shopping Center. Ikon Siam. Wattenknaller. Ich bin mal ganz gespannt. Echt. Ein bisschen Selfies und was es nicht hier so alles gibt, ne? Das lieben die Leute. Aber das Teil ist schon gigantisch. Naja, ich hoffe, dass mit dem Wind geht einigermaßen. Wow. Wow, was ein Gebäude. Hammerteil. Geiles Ding. What a Lärm hier. Vernünftiges Boot, würde ich sagen. Naja. Wow. Was ein Klopper. Dann sehen wir uns gleich drin, Leute. Wow. Was ein Knaller. Was ein Riesending. Da soll man mal einer erzählen, die sind hier nicht entwickelt, ey. Wahnsinn. Krasse Scheiße, ey. Unglaublich. Gucci. Louis Vuitton, Cartier. Nein, hier lassen so ein paar Leute ihre Kohle. Aber meine Frau ganz sicher nicht. Lässt hier kein Geld. Ich hab kein Geld. Das stimmt. Wir reisen zu viel. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich drin. Seit wann gibt's das? Letzten Monat aufgemacht? Wow. Das ist doch mal eine Ansage. Naja, kostet viel Geld. Kostet viel Geld, haben wir nicht. Wir können nur zugucken. Nur ein Coffee. Nee. Coffee gibt es nur immer auf dem Markt. So, okay, also dann rein. Einmal durch die Sicherheitskontrollen und bis drinnen. Ich glaube, ich werde piepsen. Piepsig? Und wie? Oh, Wahnsinn. Geil. Und schön kühl hier. Geil, oder?
Das ist doch meine Ansage. Nicht schlecht, Herr Specht. Alle am Handy, wie immer. Wow. Schön gemacht. Ja. Geil. Okay, ich zeige euch nachher noch ein paar Sachen. Ich muss jetzt erstmal meine Arme ausruhen. So, meine liebe Frau sagt immer, Kuchen sind scheiße in Deutschland. Ja? Ja? Dann wollen wir uns mal angucken, wie die Kuchen hier aussehen. Das sind doch mal ein paar Cakes, oder? Wow. Lecker, 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 lecker. Lecker, 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 doppel lecker. Wow. Was machen die da? Wow. Ja. Cake, 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 Kuchen, Kuchen, Naschen, Süßigkeiten. Ja, ja. Was machen die da? Was ist das? Süßigkeiten? Eis? Eisbrot? Ah, okay, habe ich auch noch nie gehört. Wow. Okay, also ich würde sagen, 1:0 für Thailand. 1:0 für Thailand. Ihr habt gewonnen. Ist ja klar. Die Schleckermäuler. Ja, Wahnsinn. Die Schleckermäuler aus Thailand. Und dann kann man aber sehen, wenn eine Thai fett ist, dann ist sie in Europa. Oder? Also bis gleich. Wow. Wir haben sogar, das ist ja alles selbst gemacht, ne? Street food, like completely Thai style. Tatsächlich. Wow. Ja. Ei, das sieht aber lecker aus. Hammermäßig. Hammer lecker. Das ist Duck, oder? Nee, der Pork. Pork. Fishball. Fresh. Ah, selbst gemacht. Und das ist Tee hier, oder? Jelly. Jelly. But healthy jelly. Ah. Guck mal hier. Aber Wahnsinn, ey. Wie die das da alles. I can fess already. Ja, ja. Da wird mir der Arsch platzen, ey, glaube ich, wenn ich das esse. Guck mal, die Eier und sowas. Geil. Aber alle am Telefon, wie immer. Nice. Was ist das hier? Siri, was ist das? Was ist das? Ist das Pork Skin? Oder? Ah. Okay. Was ist denn? Mal probieren. Und was ist das? Das ist mit Shrimp. Ein bisschen fischig. Probier mal. Was sagst du? Nicht schlecht? Ja. Ist nicht schlecht, wenn man Mundgeruch hat. Ja, weil danach hast du richtig Mundgeruch. Geil. Hammer. Die Welt des guten Essens. Yummy, yummy, yummy. Südthailändisches Essen. Ja, okay. Interessant. Das ist hier also quasi ein Markt im Shopping Center. Hab ich auch so noch nicht erlebt. Geil. Ich hoffe, ich wackel nicht zu doll mit der Kamera, Leute. Ja, kann man hier mal um Tuk-Tuk fahren oder was? Dann fresse ich echt heute noch einen Besen. Oder ich fresse diese komischen Chips da, wovon ich gerade Mundgeruch habe. Alter Falter, ist das ein Klopper. Wow. Verdammt nochmal, das ist groß. Geil. Aber. Was ist das? Oh. Pork Sausage. Mal probieren. Olli müsste hier sein. Olli müsste mal testen. Aber guck mal, was bei dir im Hintergrund ist. Ja, ich will aber nachher ein paar Maden haben.
Ja. Nee, die Maden will ich nachher mal essen. Die Maden hinter dir. Ja, later. Later, looks good. Later. Ah, das ist what I like, right? Ja. Yum. Northern East. Ja, ich komm. Ich darf jetzt, das muss ich mir alles angucken. Und ich freue mich, dass ich das euch... Oh, kriegen wir hier einen Pilz? Ah, Schank, trinke ich nicht. Oh, Flooding Market, ey. Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Eine kleine Bar, aber leider Schank. Ohne Schank, ne, Schank saufen wir nicht. Okay. Aber das... Cool gemacht, muss ich sagen. Lauf, mein Kind. Kann man hier auch was kaufen oder gibt es hier nur was zu fressen? Okay, wow. Das sind echte Früchte, ey. Keine Fakes. Super. Mango. Ah, das ist doch die Stinkefrucht, ne? Boah, aber look, ja, lecker. Da ist der Flooring Market hier. Ja. Guck mal da, die schönen Lampen und alles, die Lichter. Wow. Okay, weiter geht die Tour durchs neue Shopping Center. Ich glaube, da können sich bei uns die Einkauf- oder Shopping Center mal richtig ein Schnittchen abschneiden. Obwohl es wahrscheinlich. Die Hälfte wird gar nicht erlaubt sein. Im überregulierten Deutschland. Wow, nice. Guck mal die Decken. Wow. Ja? Vier Floors? Acht? Okay. Ja, von draußen. Ja. Okay. Guck mal. Nice. Das gibt dir ein Gefühl von Nordost-Thailand. Wow. Hey! Guck mal, ihr habt den gleichen Dress an. Ihr seht auch irgendwie ähnlich aus. Manchichi, Alter. Mach noch mal einen Daumen hoch. Nee, die andere. Den anderen. Perfekt. Team Thailand. Also bis gleich. Ich schalte mal kurz ab. Ich muss noch mal ein Foto machen.